Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Martin Sellner live, diesmal wieder stellvertretend moderiert von meiner Wenigkeit. Ich werde euch etwas erzählen über das Klima der kulturellen Bereicherung und außerdem über die inzwischen wirklich drakonischen Formen der Repression, die jeden Kritiker dieser Entwicklung treffen sollen. Aber wie immer werde ich auch versuchen, euch ein paar Auswege aus diesem Irrsinn zu skizzieren und damit herzlich willkommen nochmal bei Martin Sellner live. Einleitend möchte ich ein bisschen den Rahmen abstecken, um euch die Dimension dieser Bereicherung ein bisschen begreifbar zu machen. Das machen euch die etablierten Medien dadurch immer schwerer, dass sie inzwischen sehr konsequent Namen und Herkunft von Straftätern verschweigen. Ihr alle erinnert euch noch an den Fall, zu dem Martin, Martin bereits ein Video gemacht hat: die vier deutschen Urlauber, die in Mallorca infolge einer Gruppenvergewaltigung inhaftiert wurden, mit den Namen Serhat, Baran, Jakub und Assad. Äh, ähnlich verschwiegen reagieren auf solche, auf solche Meldungen die Zeitungen in Österreich. Da hat man den Fall, dass völlig unvermittelt ein, ein Mann einen Arzt niedergestochen hat. Habe ich natürlich, weil ich das schon länger mitverfolge, reflexartig eine Vermutung, wenn ich sowas höre, aus welcher Tätergruppe ein solches Verhalten stammen könnte. Und tatsächlich, nachdem ich 10, 12 äh, äh, Artikel... Durchblättern musste, hat sich das Geheimnis gelüftet, diesmal überraschenderweise ausgerechnet im Kurier. Es war seit 2004 in Österreich lebender Asylberechtigter, diesmal aus Westafrika, Sierra Leone. Eine ganz neue Herausforderung für unsere Justiz ist, dass immer mehr schwere Straftäter rechtlich gar nicht geahndet werden können, einfach weil sie aufgrund ihres jugendlichen Alters noch nicht strafmündig sind. In Mülheim gab es einen Fall, wo drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Der deutsche Staat mit seiner, mit seiner ja, Gutmütigkeit, seiner therapeutischen Gutmütigkeit, hat natürlich das Jugendamt vorbeigeschickt. Natürlich, man muss mal sagen, wen auch sonst, wenn die, wenn die Täter noch nicht strafmündig sind. Das Jugendamt wurde aber an der Gegensprechanlage abgewimmelt. Ja. Die Familie hatte offensichtlich kein Interesse an irgendeiner Form der Klärung, was. Insofern nicht weiter verwunderlich ist, als dass dort, wo die herkommen, eine Vergewaltigung noch dazu einer Ungläubigen wahrscheinlich nicht viel schwerer wiegt als Schwarzfahren. So, deswegen, aufgrund der, der bagatellisierenden, des bagatellisierenden Umgangs seitens des Staates mit solchen Fällen, häufen sich diese dann auch. In Herne, in NRW, haben ein 13- und ein 14-jähriger Deutsch-Libanese, also zwei junge Libanesen, eine 14-Jährige vergewaltigt. Nach der Tat haben sie es dann verletzt in den Büschen liegen gelassen, laut Polizei in einem lebensbedrohlichen Zustand. Und nicht nur in diesen ganzen individuellen Tragödien werden die rauer werdenden Rahmenbedingungen der Gesellschaft spürbar, sondern auch an den Knotenpunkten der Freizeitgestaltung. Ich habe euch ja, Entschuldigung, ich mache das da mal größer, letzte Woche was erzählt über ein Freibad in Düsseldorf, wo sich 400 Türken und Araber dann, ja. Regelrechte äh, Schlägereien geliefert haben, die dann die Polizei dazu gezwungen haben, das ganze Bad zu räumen, wie irgendein Kriegsgebiet. Diesmal war es in, äh, in Stuttgart. 50 Randalierer äh, haben sich ähnlich benommen und wurden dann von der Polizei mit Pfefferspray ja, quasi des Bades verwiesen. In Gelsenkirchen, auch in dem Freibad, hat ein 21-Jähriger einen 23-Jährigen niedergestochen. Zur Nationalität konnte ich jetzt leider nichts eruieren, aber der Täter hat sich inzwischen in die Türkei abgesetzt, also war es wahrscheinlich kein Schwede. Die Bäder selbst müssen auf solche Zustände damit reagieren, dass sie inzwischen 68.000 Euro monatlich zum Teil für Sicherheit, also in Sicherheit investieren. Das schaut dann so aus, wenn man in das Schwimmbad rein will, dass da wie von einem Festival einfach ein Security steht, der dich feels, ja, der der in deine Taschen schaut, einfach damit, wenn die Lage da drin schon eskaliert, die Leute sich nur mit Sesseln und Mistkübeln bewerfen und nicht gleich mit Messern niederstechen. Dass solche Zustände sich in Zukunft ausweiten werden, anstatt sich eindämmen zu lassen, legt äh, diese Meldung der Neuen Züricher Zeitung nahe. Die Neue Züricher Zeitung titelt, äh, in deutschen Städten sieht eine Mehrheitsgesellschaft ihrem Ende entgegen. Ja? Sehr interessant. Also, dieses Phänomen des Austausches wird jetzt immer weniger geleugnet. Man formuliert es halt anders. Aber weil die Neue Zürcher Zeitung das anders als die IB nur dokumentiert ja, und beschreibt, beobachtet sie im Gegensatz zur IB auch nicht der Verfassungsschutz. In Deutschland ist die identitäre Bewegung jetzt offensichtlich als rechtsextrem eingestuft. Und wird vom Verfassungsschutz beobachtet, mit einer wirklich hanebüchernen Begründung. Ja. In einer Presseaussendung infolge dieser Entscheidung schreibt der Verfassungsschutz: Menschen ohne gleiche ethnische Voraussetzungen können, können niemals Teil einer gemeinsamen Kultur sein. Multikulturalismus als Ausdruck einer ethnischen, pluralistischen Gesellschaft, gilt der IBD als kulturvernichtend. So, jetzt muss ich sagen, dass ich natürlich im Zuge meiner Zusammenarbeit hier mit Martin Sellner schon den ein oder anderen Identitären kennengelernt habe und auch davor war ich schon über was ein, zwei Jahre mit einem sehr gut befreundet und ich habe noch keinen so einen Blödsinn jemals sagen hören. Ja. Aber völlig unabhängig davon ist Kritik an der multikulturellen Gesellschaft nichts, was irgendwelche, äh, äh, weiß ich nicht, angeblich rechtsextremen Jugendlichen äh, aus Deutschland oder Österreich machen. Ich verweise in dem Zusammenhang an die gute Seran Atisch, ja die auch äh, Migrationshintergrund hat und schon vor. 13 Jahren inzwischen den Multikulti-Irrtum verfasst hat. Ich verweise des Weiteren an Hamed Abdel Samad, einen Koranwissenschaftler, also Sohn eines Imams aus Ägypten, der dann in deutschen Politikwissenschaften studiert hat und unter anderem den islamischen Faschismus geschrieben hat. Ja, auch kein einheimischer Deutscher, kein Rechtsextremer. Besonders interessant, ein, ein äh, ehemaliger Redakteur des ORF, der dann in Pension gegangen ist und dieses Buch Geschrieben hat, aufwachen. Ja, Europa quasi so im Fokus des Terrors, der war im Gegensatz zu vielen anderen ORF-Journalisten auch nicht zurückgezogen in seiner Twitter-Blase, sondern hat vom Irak aus berichtet. Er, war, er hat mit angesehen, was, uns von dort, was von dort auf uns zukommt, und ist natürlich auch skeptisch, was diese offenen Grenzen angeht. Von dem hat man dann im OF nie wieder was gehört. Aber die Migranten sagen auch selbst ganz offen, was andere ihnen zum Teil nur unterstellen, egal ob es selber Migranten sind oder irgendwelche vermeintlich rechtsextremen. Ich erinnere an das Buch Wir kommen ja, von Ihnen, Türkmen, der da irgendwie ganz unverblümt sagt, wie Migranten jetzt die Gesellschaft übernehmen werden. Ich äh, lese nur kurz die... Die Kapitel vor, wir sind mehr, wir sind jünger, wir sind hungriger, unsere Wirtschaft wächst schneller, wir sind stärker. Na jetzt stellt sich mal vor, irgendein IB-naher Aktivist oder Autor hätte ein Buch geschrieben mit, weiß ich nicht, ihr geht, weil unsere Wirtschaft ist besser, wir sind intelligenter, wir sind stärker und so weiter. Das wäre dann natürlich wieder ein Fall für den Verfassungsschutz. Ja, und es ist eben nicht so, ich meine, ein, Entschuldigung, Verfassungsschützer hat dann auch seine Ansicht zum Ausdruck gebracht, die Identitären würden sich aufführen wie die Hitlerjugend der Gegenwart. So ein Blödsinn. Der Verfassungsschutz führt sich auf wie die Stasi der Gegenwart. Ja? Der, der Verfassungsschutz wirkt inzwischen leider Gottes wie ein Repressionsapparat der Herrschenden gegen die Kritischen. Ja? Wenn es ihm nämlich tatsächlich um Inhalte gehen würde, dann würde er sich nicht auf 600 friedliche Aktivisten der IB konzentrieren, sondern zum Beispiel auf, ich mache es euch wieder größer, die Grauen Wölfe. Ja, die Grauen Wölfe sind eine rechtsextreme türkische äh, Vereinigung, die in Deutschland im Gegensatz zu IB nicht 600, sondern 11.000 Mitglieder hat. Ja, diese 11.000 Mitglieder sind aber nicht rekrutiert aus 62 Millionen äh, ähm, aus 62 Millionen Deutschen, also aus der Mehrheitsbevölkerung, sondern gerade einmal aus vier bis 5% türkischen also türkischen Bürgern, die da leben. Jetzt könnt ihr euch mal so die Proportion vorstellen. Ja, unfassbar. Das hat der Verfassungsschutz offensichtlich nicht im Auge. Genau wie die sehr den sehr undemokratischen Umgang mit der AfD. Die AfD, die Selber komischerweise ein Prüffall des Verfassungsschutzes war, taucht dann im Bericht des Verfassungsschutzes nur in einem Kapitel auf, nämlich im Kapitel Linksextremismus als Opfer linksextremer Übergriffe. Und das wundert mich nicht, wenn ich zum Beispiel solche Sachen hier lese. Die AfD hat in Deutschland nicht einmal mehr einen Veranstaltungsort gefunden für eine. eine ähm, Sitzung der Bundestagsfraktion und musste nach Polen ausweichen, ja. Und dann, man, man glaubt es ja nicht, äh, hat dieser hat, weiß ich nicht, die Drohkulisse des Linksextremismus offen, war sogar in Polen das Hotel eingeschüchtert, weshalb die dann zwei Stunden, bevor die Sitzung hätte stattfinden sollen, äh, ähm, die Reservierung storniert haben. Ja, das heißt, die AfD kann offensichtlich weder in Deutschland noch in Polen eine Sitzung abhalten. Ein, ein Abgeordneter der dort regierenden PiS-Partei hat daraufhin äh, gesagt, gegenüber einer Zeitung: Ich habe gehört, dass es im demokratischen Deutschland ein Problem gibt, denn die Partei kann kein Hotel mieten. Eine seltsame Demokratie ist das in Deutschland, dass sie, eine Stadt jenseits der Grenze, äh, dass sie in eine Stadt jenseits der Grenze flüchten müssen. Ja? Und ich erinnere daran, dass im europäischen Kontext gerade Polen ja, als das angeblich so undemokratische und, und einwanderungskritische Land gilt. Ja, Gott bewahre ihn. Ja? So. Mit einer etwas subtileren, vielleicht noch weniger repressiv und damit eleganter wirkenden äh, Methode geht man in Österreich äh, gegen, gegen die FPÖ vor. Ich zeige es euch gleich. Alexander van der Bellen, unser Bundespräsident, hat kundgetan, äh, einen Innenminister Herbert Kickel in einer eventuellen Neuauflage der türkis Koalition nicht mehr akzeptieren zu wollen, nicht mehr angeloben zu wollen. Damit ist, muss man leider Gottes sagen, das Thema Herbert Kickel, was zumindest äh, ein Ministerium anbelangt, äh, vom Tisch. Das ist insbesondere deswegen ziemlich schade, weil ich seine Stimme da drin sehr gern gehört habe und vor allem, weil seine Stimme im Ministerium auch Gewicht hatte. Ich verweise auf dieses wunderbare Interview, das Herbert Kickel ähm, Wolfgang Fellner auf E24 gegeben hat, wo er unter anderem Stellung bezieht zur von uns, also zur uns allen bekannten Frau Carola Rakete, zu der ich später auch noch ein paar Sachen sagen werde. Äh, die nennt er da unter anderem die nützliche Idiotin der Schlepper und äh, sie sei keine Ikone der Menschlichkeit, sondern eine Ikone der Blödheit. Dass uns in Zukunft andere Töne aus der FPÖ erreichen werden. Äh, davon zeugt dieser Mann. Norbert Hofer hat im ORF-Report ein Interview gegeben, in dem er ja, sich von solchen Sachen mehr oder weniger deutlich distanziert. Er sagt, er wird einen anderen Stil pflegen und wir sollen jetzt einen ruhigeren Wahlkampf erwarten. Ihr könnt euch erinnern, er ist ja auch schon auf Distanz zu HC Strache gegangen, indem er gesagt hat, er hätte die äh, Formulierung des Bevölkerungsaustauschs natürlich nicht benutzt. Ich. Rufe ich nochmal in Erinnerung an den vorhin eingeblendeten Artikel der neuen Zürcher Zeitung, dass deutsche Innenstädten zur Minderheit werden, aber na gut, nur nicht ansprechen, weil es könnte ja irgendeine Art von Repression auslösen. Das ist wirklich ein inzwischen sehr unwürdig mit anzuschauendes Schauspiel. Wirklich, die, die Medien prügeln auf alles ein, was rechts ist. Um den Migranten irgendwie, um diesen Parallelgesellschaften so ein Signal zu geben, wir sind eh auf eurer Seite und ihr könnt euch gern zu dieser Gesellschaft bekennen. Und die Freiheitlichen prügeln dann auf die IB weiter, geben diese Prügel quasi weiter, um den Medien wiederum zu zeigen, wir sind eh bei den Guten. Wir sind halt nur ein bisschen kritischer als ihr, aber wir sind eigentlich eh auf eurer Seite. Und das wird nicht aufgehen. Die Migranten, die aus sehr starken Communities kommen, werden einfach ihre Herkunftsländer nach wie vor als ihre eigentliche Heimat betrachten und nicht die Aufnahmegesellschaft als neue Kulturaktion genauso wie die Medien, egal was von der FPÖ oder von der IB kommt, auch wenn es noch so weich, weich gewaschen ist, nicht äh, äh, auf der Poli, am politischen Parkett dulden werden. Ja. Sie werden einen nach dem anderen, das haben wir in der FPÖ-Regierungsbeteiligung leider mit ansehen müssen, versuchen, aus den Reihen zu schießen. Ja. Wenn widerstand glücken soll ja oder wenn, dieses, wenn diese, diese abwärtsspirale gebrochen werden soll dann geht das wirklich nur durch widerstand von unten von der wählerbasis und äh, das soll sich, müsste sich dann halt wirklich hocharbeiten in, äh, von den unteren ebenen der äh, partei in die ja, quasi höheren organisatorischen ebenen. wir haben so einen fall in österreich äh, mit der SPÖ, die hat eigentlich seit den Zeiten Franitzkis, also seit den Mitte der, Mitte der 90er Jahren, die sogenannte Franitzki-Doktrin, die die jeden Sozialdemokraten eigentlich jede Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen untersagt, der burgenländische Landeshauptmann, ein Sozialdemokrat, pfeift einfach drauf auf gut Deutsch und koaliert mit der FPÖ sehr erfolgreich. Und ein ähnliches Bild zeichnet sich langsam, aber sicher auch in Deutschland ab, und zwar ausgerechnet, man glaubt es kaum, in der CDU. In der CDU gibt es äh, äh, die sonst sehr merkeltreue Frauenunion und die hat aber jetzt für den 26. Juli den äh, äh, Herrn Hans-Georg Maaßen eingeladen. Ihr erinnert euch, Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes, der zurücktreten musste, weil er antifa bis als Primärquelle gewagt hat, in Zweifel zu ziehen. Ähm, unlängst ist Herr Maaßen aufgefallen mit einer Aussage, auch CDU-Mann übrigens maßen. Ich bin vor 30 Jahren nicht der CDU beigetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Also wir sehen, wenn solche Stimmen innerhalb der CDU wieder an Gewicht gewinnen, ist auch aus dieser Richtung durchaus noch vielleicht Hoffnung zu erwarten. Und gar nicht nur in der CDU, sogar bei den Grünen gab es inzwischen ein ziemlich tragisch-komisches Beispiel. Ich passe dann wieder nur kurz die Größe des Bildes an. In Hamburg musste sich die Fraktion der Grünen spalten, nachdem zwei neuen Abgeordneten dort äh, eine Nähe zum Salafismus nachgesagt wurde. Die zwei Abgeordneten Shafi Sadiki und Fatih Can äh, sollen eine Nähe zur, also der eine soll eine Nähe zur Hilfsorganisation Ansar haben. Wir kennen so also Hilfsorganisationen, die wie die Mafia halt eine legale Uh, Agenda haben, aber in, da, da unterm, unterm Laden, die natürlich ein zweites Buch führen und ganz andere Ziele verfolgen. Und der andere uh, war anscheinend Mitglied oder Sympathisant der Miligörisch-Bewegung. -Mil ein paar Grüne haben sich dann mit den uh, ausgeschlossenen Mitgliedern solidarisiert. Und sich abgespalten. Ja. Aber gut, anscheinend vielleicht äh, rüttelt das ja auch ein paar grüne Funktionäre wach. Wir kennen ja Boris Palmer zum Beispiel, also es gibt ja dort auch vernünftige Menschen, die, die sich nicht komplett esoterisch von der Realität verschließen. Der Widerstand müsste aber nicht nur gegen die jeweilig, jeweils eigene Partei erfolgen, sondern gegen die wahrscheinlich noch stärkere mediale Öffentlichkeit, in der ganz andere Politiker... Ähm, ähm, gehypt werden. Unter anderem der Bürgermeister von Palermo, äh, Leo Luca Orlando. Dieser Leo Luca Orlando hat in seinem Wirkungsbereich, also in Palermo, allen Ernstes ein Migrantenparlament äh, ins Leben gerufen, das sich aus allen Nationalitäten zusammensetzt, die halt in Palermo vertreten sind und dort als politisches Gremium den Stadtrat berät. Damit diese Institution auch mit, mit ausreichend Menschen gefüllt wird, hat er die sogenannte Ehrenbürgerschaft ins Leben gerufen, die allen von Migranten in Palermo geborenen Kindern automatisch zugutekommt und sie dann, dann mit Staatsbürgern gleichsetzt. Ja. Er hat Trägt sie dann auch persönlich ins Mailregister ein, weil natürlich unter dem Innenminister Salvini dieses Verhalten hochgradig illegal ist und seine zuständigen Beamten dort das Recht nicht brechen wollen. Ja? Das ist der Schlag von Politikern, den sich unsere Medien offensichtlich als Vorbild für Europa wünschen. Und neben dem äh, hat natürlich die Zeit auch. Der vorhin schon angesprochenen Frau Rakete eine große Seite gewidmet, genau wie, wie Spiegel und Profil. Und diese ganze massenmediale Rückendeckung hat dann letzten Endes, dazu, letzten Endes dazu geführt, dass sogar in Wien mehrere hundert Personen für diese Zuarbeiterin des Schlepperwesens auf die Straße gegangen sind. Ich erinnere nochmal, also eine kleine Chronologie des Rechtsbruchs. Die Frau Rakete hat am Anfang äh, ihrer Reise eine Aufforderung der libyschen Küstenwache ignoriert, zurück nach Libyen zu kommen. Ja. Dann hat sie versucht, den EuGH, den Europäischen Gerichtshof, dazu zu bewegen, ihr quasi eine Einreiseerlaubnis nach Italien zu erzwingen. Aus Straßburg kam eine Abfuhr, ja. Der EuGH hat ihm nicht Folge geleistet, woraufhin natürlich das Einreiseverbot Italiens aufrecht geblieben ist, ja. Das hat sie dann versucht einfach durch, durch Erpressung auszusetzen, indem sie einfach nicht zurückgefahren ist oder, oder wenigstens in ein anderes Land, wo man, ihr, wo man ihr die Einreise ermöglicht hätte, sondern sie hat versucht genau Italien mit dem Minister, der wahrscheinlich überhaupt nicht sympathisch ist, zu erpressen, indem sie einfach vor Ort dort lagert. Gut. Italien hat sich nicht erweichen lassen und dann hat sie bei ihrer Einfahrt, äh, äh, bei ihrer illegalen Einfahrt, ist sie einfach mit, mit Gewalt davor geprescht und hat bei dieser Einfahrt sogar noch ein Polizeiboot gerammt. Die Polizisten haben dann in der aktuellen Jungen Freiheit, der Artikel ist leider noch nicht online, ist in der, der Printausgabe, ein Interview gegeben unter dem Titel Wir hätten sterben können. Ja, das, ich meine, das ist ja auf hoher See, das, das sind ja nicht zwei Schlauchboote, die da irgendwie ein bisschen gestreift haben. Das ist ein riesiges massives Schiff, das ein kleines Polizeiboot einfach frontal gerammt hätte, wenn denen, wie sie es beschreiben, nicht ein ein wendiges Ausweichmanöver. Geglückt wäre, ja. Und diese Frau hat Titelseiten und wird regelrecht glorifiziert zur Heldin. Ich erinnere daran nochmal im speziellen Kontrast, dass die, dass die friedlichen Aktivisten der IP vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wo sich nichts zu Schulden kommen lassen, ja, und so eine Frau wird da Regelrecht zur Säulenheiligen. Der, der Mitmenschlichkeit und der europäischen Zivilisation erklärt. Ich kann mich nur dem leider nicht mehr äh, Innenminister wertenden Herbert Kickel anschließen, der sie zur nützlichen Idiotin der Schlepper und zur äh, Ikone der Blödheit erklärt hat. Gut. Wir wären am Ende der Sendung angelangt. Ich glaube, diesmal bin ich nicht ganz so weit zeitlich drüber, wie sonst. Äh, hoffe ich. Ich habe jetzt leider nicht am Anfang auf die Uhr geschaut, deswegen kann ich es nicht ganz sicher sagen, aber vom Gefühl her ist es kürzer. Ja, der Martin möchte nämlich immer, dass ich äh, 20 Minuten einhalte und ich versuche mein Bestes das zu tun. Deswegen verweise ich noch äh, ganz kurz auf, auf die Aktion 40.000. Ihr wisst, Martin ähm, ist natürlich stets bemüht, möglichst viele Zuschauer von YouTube nach Telegram rüberzubringen, weil die Gar nicht unberechtigte Vermutung ihn beschleicht, dass ein YouTube-Kanal früher oder später gelöscht werden wird, wie viele andere vor ihm. Ich mache da auch noch ein eigenes Tutorial dazu. Ich werde ein eigenes kleines Tutorial schneiden, das wir dann vielleicht so hochladen können. Jetzt nur kurz nochmal der Hinweis für alle, die Telegram vielleicht nicht kennen oder nicht wissen, wie man sich das installiert. Wir werden da einen Link in die Beschreibung packen. Dann kommt ihr auf die Seite und da könnt ihr dann einfach anklicken, für welches Gerät ihr. Das haben braucht er, ja, das gibt es für den PC, das gibt es fürs Handy, das gibt es fürs Tablet. Es ist nämlich wirklich wichtig, gerade in einer Zeit, wie wir eingeleitet haben in der Folge, der quasi offensiven Desinformation durchweglassen, dass die Kommunikationskanäle von, von Leuten wie Martin zu seiner Zuhörerschaft nicht, nicht abgetrennt werden können. Ja. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Folge bis zum vielleicht nächsten Mal auf Martin Sellner Live, wo wir uns dann vielleicht schon über. Die Telegram-Elite kennenlernen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederschauen.